Seit über 50 Jahren ist er als Synchronsprecher und Regisseur tätig. Bekannt ist seine Stimme vor allem als der sympathische Dickhäuter mit dem roten Hemd und der blauen Hose, Benjamin Blümchen. Außerdem ist er die deutsche Stimme von Morgan Freeman, Chuck Norris und Mr. Krabs. Neben dem Synchron liebt er vor allem Hörspiele und Hörbücher. So kennt man seine Stimme zum Beispiel aus der düsteren Hörspielreihe Gabriel Burns. Heute im Interview bei Martens TV-Blog Jürgen Glückert. Ja, und dann heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interviews mit Leinwandgrößen. Mein heutiger Gast, den kann ich gar nicht so einfach beschreiben, weil er erstens sehr vielfältig ist und zweitens man sehr, sehr wenig über ihn im Internet findet. Dazu kann ich ihn gleich selbst befragen. Ich spreche nämlich heute mit Jürgen Glückert. Er ist Synchronschauspieler, er ist im Theater tätig und vor allem natürlich auch vor der Kamera im Fernsehen. Wir sitzen heute wieder mal in einem Café in Mitte. Und ihr hört es schon ein bisschen an meiner Stimme, ist ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet. Jürgen, die Situation kennst du bestimmt auch selber, da du auch viel mit deiner Stimme arbeitest, wenn man erkältet ist. Hast du da irgendwelche Hausrezepte, die du immer anwendest, damit du schnell wieder bei Stimme bist? Also, erstens ist es bei dir nicht ganz so schlimm, man hört es ja kaum. Man das ist ja gut. Kaum. Ist ja kaum anders als meine, also das ist... Es gibt so Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, die sagen einfach, halten Sie doch die Klappe. Ja, die sagen einfach Stille und dann ist gut. Ansonsten, gurgeln mit viel Salzwasser. Durch die Nase ziehen und gurgeln. Und wenn man das jeden Tag, wenn man merkt, der Schnupfen kommt, Nase hier rein, ja, Salzwasser, eklig, hier wieder raus. Und das jeden Tag 2, 3, 4 Mal hilft. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angesprochen. Du bist natürlich auch als Schauspieler hauptsächlich tätig, nicht nur im Synchron. Und ich habe es teilweise auch schon angesprochen, man findet irgendwie sehr, sehr wenig über dich als Person im Internet. Zumindest habe ich das während meiner Recherchen festgestellt. Wie schaffst du das eigentlich in der heutigen Zeit, wo doch jeder irgendwie was über sich teilt und postet und twittert und weiß ich nicht was, dass man so wenig über dich als Person herausfindet? Das weiß ich auch nicht. Wenn man mich fragt, ich trage mein Herz auf der Zunge, ich sage auch vielen was. Aber mal was. Also Schauspieler, das ist schön. Ich bin einer. Ich habe das auch mal gelernt. Synchronschauspieler finde ich so einen blöden Begriff. Dann würde man immer sagen, der ist also Filmschauspieler. Das hört sich ja auch noch gut an, ne? Der ist Synchronschauspieler, der ist Hörspielschauspieler, der ist Hörbuchschauspieler. Und Schauspiel ist Schauspieler. Schauspiel ist Schauspiel. Und Schauspieler ist der Hauptbegriff dafür. Der Beruf ist nicht geschützt, also man kann sich Schauspieler nennen. Aber es ist so, dieser Beruf umfasst so viele Möglichkeiten. Ne? Und das sind dann eben Synchron und das und das. Und da kann einer sagen, ich bin Schauspieler und mache am meisten Synchron. Oder ich mache am meisten Hörspiel oder ich mache am meisten Hörbücher. Ich habe viele Kollegen, die lesen ein Hörbuch nach dem anderen und zwar prima. Also, aber dass die sich Hörbuchschauspieler nennen, glaube ich nicht. Also können wir auch sagen Synchronsprecher. Nimmst du das? Kannst du zu mir auch sagen. Das können wir auch sagen. Kannst du sagen, wenn ich synchron spreche, dann spreche ich synchron. Gut, dann haben wir das damit auch geklärt. Ist immer besser, wenn man das vorher abklärt. Ja. Ich habe, so ein bisschen was habe ich natürlich über dich lesen können. Also du hast an der Ernst Busch deine Ausbildung gemacht als Schauspieler. Du hast 12 Jahre lang am Maxim-Gorki-Theater selber auch gearbeitet, hast natürlich auch an der Ernst Busch unterrichtet. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, was hat dir so am meisten Freude gemacht? Alles. Ja, also es ist so. Ich habe gern dort gelernt. Ich bin dann nach Eisenach gegangen, 3 Jahre als Schauspieler und habe da alles gespielt, was es nur gibt. Und das macht man in der Provinz. Man spielt alles. Ich habe Mackie Messer mit 21 Jahren, Mackie Messer an 3 Groschen Oper gespielt. Den Herzog in Maß für Maß, ich war 21 oder 20 und der ist ein 70-Jähriger. Das bin ich jetzt. Also, da kann man wirklich alles spielen. Und danach bin ich ans Gorki-Theater gekommen, weil ich vorgesprochen habe, weil es der Zufall so wollte. Und ein bisschen Glück. Immer muss man. Gehört ja immer dazu. Ja, und zwar eigentlich eine wahnsinnige Menge Glück. Das war's. Und da habe ich lange, ich wäre auch noch länger da geblieben, aber es zog mich dann woanders hin. Während dieser Zeit, als ich am Gorki-Theater war, habe ich als Dozent, als externer Dozent an der gleichen Schule wiedergearbeitet und habe Schauspieler ausgebildet. Das war auch eine schöne Sache, weil ich war eigentlich immer ein fauler Schauspieler.
Man tut ein bisschen was, ja. Das hört sich sehr gut an. Ja, ein bisschen was über deine Vergangenheit, da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. 1980 bist du aus Berlin geflohen, nach West-Berlin geflohen. Über diese Zeit findet man sehr, sehr wenig über dich. Was ich so ein bisschen schade finde, weil das würde mich interessieren, wie ging es da bei dir weiter? Was hat sich damals ergeben für dich? Neue Jobs, neue Möglichkeiten? Wie war das? Also man hat auf mich in West-Berlin natürlich nicht gewartet. Das ist klar. Und ich kannte keinen Mensch. Vielleicht drei vorher abgehauene oder so Kollegen. Ne? Aber ansonsten nicht. Und ich habe von vorn angefangen. Einfach von vorn angefangen. Aber ich wollte es, weil mein Beweggrund war am meisten, ich wollte die Welt noch kennenlernen. Und irgendwann kam man in diesem anderen Land auf die Idee und sagte sich, wann kann ich das dann machen? Wenn ich Rentner bin, dann habe ich auch kein Geld dafür. Dann, wann soll ich denn ein bisschen von der Welt sehen? Und dann habe ich mir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt und es war ein günstiger Zeitpunkt. Es hat einfach geklappt, es war keine spektakuläre Flucht, aber es war eine Flucht und die klebt an einem auch innerlich. Und es war nicht so einfach, es war manchmal sehr komisch, da könnte ich den ganzen Abend drüber reden. Und da lacht jeder, weil es war auch viel Komik dabei, okay. aber das ist jetzt nicht da. Mein Freund, mein allerbester Freund Dieter hat mal, als er verhört wurde von der Stadtsicherheit, gesagt, meine Güte, der Mann ist umgezogen. Von Berlin nach Berlin. Okay. Also die einen waren aus politischen Gründen weg und ich habe mir gesagt, ich möchte aus meinen privaten Gründen, möchte ich einfach. Ich bin dann auch sehr viel gereist, mache das heute noch. Ein wichtiger Teil, würde ich mal sagen, deiner Arbeit ist natürlich auch das Hörspiel oder beziehungsweise das Hörspiel sprechen. Du bist ein wichtiges Standbein von dieser Serie von Gabriel Burns. Ja. Da sprichst du den Erzähler, also eine sehr wichtige Rolle auf jeden Fall, die man ja immer wieder hört. Liest du selbst auch solche Bücher? Nein. So etwas in der Richtung? Oder was liest du sonst? Ich lese ein bisschen wenig, wie meine Frau immer sagt, weil ich mache eine Menge Regie. Und da muss ich mich da vorbereiten und da komme ich wirklich ein bisschen wenig dazu. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, weil ich es als Hörbuch dann gelesen habe. Da lese ich eine Menge. Also ich bin ein bisschen ein fauler Leser geworden. Aber ich sag mal, dann gibt es ja die Möglichkeit, sich das als Hörbuch oder als Hörspiel anzuhören. Hörst du dir sowas an? Das mache ich nicht. Gar nicht? Ach nein. Ich mache ja auch Synchronregie. Und das mache ich ja nun seit 1982. Man bedenke mal, 1980 bin ich umgezogen in den Westen und 1982 habe ich schon Synchronregie. Hast dich also schnell nach oben gearbeitet? Sozusagen, ja. Naja, ich konnte den Job ja, weil ich das ja in der DDR schon andauernd gemacht habe. Nicht die Regie, aber als Sprecher. Und als die dann merkten, der kann es, da plötzlich gab es das Angebot, willst du nicht? Naja. Ja. Wer will's nicht? So kam eins zum anderen. Ja, und das mache ich ja immer noch. Ich bin jetzt also immer noch dabei. Ich mache Heart of Dixie, eine Serie, die bei Six läuft. Jetzt ist eine Pause gerade und wird höchstwahrscheinlich weitergehen. Es sollten nur 22 Filme sein. Jetzt sind es schon 66, die fertig sind. Also, aber ich mache das auch noch. Also, und wenn ich, da höre ich meine Kollegen ja schon immer, ne, vom Mikrofon. Also wenn ich die mir auch noch anhören sollte, im Hörbuch oder so. Nee, dann besuche ich den Bierstedt lieber so und dann... Das ist ja immer so, wenn man etwas, wenn man zum Beispiel als Bäcker arbeitet, dann heißt es ja nicht, dass man gerne Brötchen isst. Muss oder so. Man nicht. Und nicht unbedingt. Nicht unbedingt die eigenen, glaube ich. Vielleicht nicht unbedingt, ja. Die kennt man ja mittlerweile. Und dann muss man mal woanders naschen. Jetzt muss ich mal eine ganz gemeine Frage stellen. Und zwar, was macht dir denn persönlich mehr Spaß? Die Regie führen oder das Sprechen? Sprechen. Warum? Das Sprechen. Guck mal, ich muss mich fast nie vorbereiten zum Sprechen, außer dass meine Stimme fit ist. Ja. Und ich gehe hin, dann spreche ich das oder spiele es und dann gehe ich nach Hause. Also man kann sagen, aufgrund des Aufwandes macht dir das Sprechen mehr Spaß. Ja. Und Regie, da passt das, also es passiert ganz oft, dass man plötzlich in der Nacht aufwacht und sagt, da habe ich doch einen Fehler, oder? Habe ich da einen Fehler nicht? Ich muss mal gleich morgen früh sehen, ob ich da einen Fehler gemacht habe.
Und ja, so, solche Dinge. Auch wenn man das jeden Tag macht. Also wenn man das mit Leib und Seele macht und Herzblut, dann ist es so, dass man immer, 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 und zwar 24 Stunden, also rund um die Uhr, immer diese Aufgabe hat, bis man es endlich abgeliefert hat und sagt, weg ist es. Damit sind wir jetzt auch schon bei meinem Lieblingsthema, dem Synchronsprechen. Du bist seit über 50 Jahren im Synchronbereich tätig. Schafft man es da manchmal eigentlich auch noch wirklich, sich deine eigenen Sachen, die man gesprochen hat, auch noch anzugucken, die Filme und Serien? Ich vermute mal, bei deinen vielen Sachen, die du schon gemacht hast, ist es schwer, oder? Gut, dass du dich, also er hat sich nicht versprochen mit der 50. Es sind jetzt wirklich schon über 50 Jahre. Ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören. Meine Frau sagt schon immer, auch die sagt, wir können heute das und das und das gucken. Da sprichst du selber, willst du es mal hören nochmal? Nee. Und die anderen, willst du die anderen hören, wenn wir jetzt den und den Film? Nee. Weil es ist so, das hat jeder von uns. Schön ist synchron, wenn man nicht merkt mehr, wer dort gesprochen hat. Aber sobald ich dort sitze und überlege, wer ist die Stimme? Gerade bei Frauen ist es mal ganz schwer, sie rauszukriegen. Männer sind einfacher. Und dann muss man so machen, na, dass man das Bild nicht sieht und dass man sich nur auf die Stimme konzentriert. Und dann habe ich von dem Film gar nichts mehr. Also, es gibt ein paar Filme, die sind so gut synchronisiert, dass selbst ich sie gesehen habe. Also, aber ansonsten... Aber die eigenen, sage ich mal, da... Ich höre mich nicht gern. Aber du achtest, wenn du dir jetzt einen Film anguckst, wahrscheinlich hauptsächlich auf die Stimmen, oder? Die da vorkommen. Naja, also am Anfang denke ich schon, ich will den Film sehen, aber... Aber es ist immer wieder, dass ich dann abschweife, in Gedanken überlege. Und wenn ich abschweife, ist es so, dann kann ich den Film auch sein lassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist bestimmt witzig, mit dir ins Kino zu gehen oder so. Nee, meine Frau, naja, sie würde ja gerne mit mir sehr viel ins Kino gehen, aber ich gehe nicht so gerne. Ich gucke dann mal im Fernsehen mal eine kleine Sequenz an und so, aber... Ich erinnere mich noch gut daran, da hast du zum Beispiel bei den Dinos den Earl Sinclair gesprochen. Ja. Sehr, sehr schön, fand ich. Also ich bin damit aufgewachsen. Und natürlich Benjamin Blümchen, für die, die es noch nicht rausgehört haben. Aber gibt es denn solche Rollen, die du wirklich vermisst, die du gern wieder machen würdest? Da gibt es bestimmt welche. Aber weißt du, im Synchron ist es leider jetzt so geworden, dass man nie immer den spricht, den man schon mal gesprochen hat. Es passiert, dass man selber sagt, aber den hat doch ein ganz anderer gesprochen, warum wollt ihr mich jetzt? Und selbst wenn man sagt, ich will das nicht. Und dann sagen die möglicherweise, okay, wenn du es nicht machst, dann macht es ein anderer. Der, den wir da drauf hatten, den wollen wir in diesem Film nicht haben. Also machst es. Andersrum passiert es, dass du plötzlich sagst, wieso spricht ein ganz anderer den ich gerade gesprochen habe. Ja. Und wenn ich diese ganze Zeit mal, also die Synchronzeit Revue passieren lasse, dann stelle ich fest, dass ich außer Mr. Krabs, den ich jetzt auch schon 12 Jahre spreche, aber ist die einzige Figur, die, glaube ich, nur ich gesprochen habe. Okay. Dass es immer so ein paar gefakte gibt, da sprechen dann irgendwelche Leute und das wird auch verkauft, das meine ich jetzt nicht, sondern von den Originalgeschichten und Hörspielen ist das die einzige Figur. Alle anderen haben schon immer auch andere oder auch hinterher andere gesprochen. Da kann man nichts machen. Dino übrigens war auch Edgar Ott vorher, ne? Ja. Und der ist gestorben, gerade in den 90ern, 94. Und dann haben die mich geholt, weil ich immer ein bisschen ähnlich geklungen habe damals, wie Edgar Ott. Und der war auch Benjamin Blümchen. Genau. Kommen wir gleich genau zu dem Thema, weil du es gerade angesprochen hast. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Rolle von einem Kollegen übernimmt? Welche Freiheiten hat man denn überhaupt noch? Weil die Leute haben ja eine gewisse Vorstellung von der Figur, von der Stimme. Hat man da überhaupt noch Freiheiten? Eigentlich nicht. Eigentlich wollen alle, dass man genauso spricht wie der Vorgänger. Das geht da nicht. Aber deine Stimme klingt ja ziemlich ähnlich, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt den Vergleich nicht mehr im Kopf. Nein, aber das hat auch hier zum Glück keiner mehr. Aber nein, das ist wahnsinnig schwer und das macht auch nicht am Anfang nicht so wahnsinnig Spaß. Also gerade die Dinos waren wahnsinnig anstrengend. Benjamin Blümchen habe ich aufgenommen, die ersten Folgen, da habe ich mir immer irgendeinen Satz von Edgar Ott einspielen lassen und ich stand auch nur alleine am Mikro und dann habe ich da reingehört nochmal, wie hat das gemacht und dann habe ich das in etwa so nachgesprochen, aber mit meinem Text natürlich und da sind dann auch Hörspiele entstanden, aber noch mühselig, aber es klang
ziemlich ähnlich. Mhm. Und es gab einen Kinofilm, Benjamin Blümchen, und da fehlten so Zwischentexte und ein paar Lieder. Zwischentexte habe ich reingesprochen und die Lieder habe ich auch gesungen. Hat kein Mensch gemerkt, dass das ein anderer war. Aber es war eben, das war eine harte Zeit. Aber das ist so. Wenn man allerdings nur gebeten wird, nee, wir wollen den nicht mehr, jetzt wollen wir dich so, wie du bist, ne? Dann bin ich so, wie ich bin. Ja, ihr da draußen konntet nämlich auch eure Fragen stellen auf Facebook, sozusagen eure Fragen direkt an Jürgen Kluckert. Ja, und da habe ich hier mal eine Frage zum Beispiel zum Thema Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg rausgesucht. Da hat der Patrick geschrieben, ich bin mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen aufgewachsen und möchte gern wissen, wie die Hörspielaufnahmen vonstatten gehen. Spricht jeder Synchronsprecher seine Rolle von vorn bis hinten durch? Oder spielen die Künstler miteinander, sodass sie sich auch mal gegenüber bzw. nebeneinander sitzen oder stehen? Sag ich gern, weil das ist fast die einzige Möglichkeit, dass man die Kollegen noch sieht. Da kommen sie alle. Also bei den Hörspielaufnahmen? Ja, bei den Hörspielaufnahmen. Da sind sie alle dabei und wir sind da und machen ein Hörspiel. Wir lesen es vorher, wir lachen vorher, wir spielen und nehmen dann auf. Also das ist richtig, das machen wir noch so, wie Hörspiel gemacht werden muss. Sehr, sehr witzig, schön, dass du das auch immer noch machst, dass das erhalten geblieben ist, ja. Weil das ist ja, ich finde gerade sowas ist ja irgendwie so auch so schön, dass man noch so als Erinnerung an frühere Zeiten, als an Kinderzeiten, also wie gesagt, ich bin ja auch damit groß geworden. Weißt du was, ich bin jetzt, das ist jetzt das Jahr, ich bin jetzt 20 Jahre Benjamin Blümchen, in diesem Jahr. Gibt es auch einen Tag, hast du da irgendwie einen Tag, wann du angefangen hast? Ich habe mich schon mal geirrt und habe bei der Firma Kiddings gesagt, das war doch im April, das war doch im April. Und da haben die gesagt, nee, im September, Oktober. Wir gucken nochmal genau nach. Ja, neben Benjamin Blümchen machst du natürlich auch noch andere Sachen. Du synchronisierst auch noch andere, zum Beispiel Schauspieler. Da wollte ich mal einen hervorheben. Es ist ja unglaublich schwer bei dir, irgendwie da Leute hervorzuheben. Aber einen, glaube ich, den können wir hervorheben. Chuck Norris. Ich habe auf den Bildern festgestellt, dass ihr beide einen ähnlichen Bart habt. Der sieht zumindest ziemlich ähnlich aus. Gibt es denn irgendwie noch andere Ähnlichkeiten zwischen euch beiden, zwischen dir und Chuck Norris? Nur, es gibt nur den Bart. Nur den Bart. Und wer genau hinhört, wenn der Deutsch spricht, dann hat er eine ganz ähnliche Stimme. Also fast meine hat er dann. Klingt. Also klingt wie ich ein bisschen. Aber ansonsten haben wir nichts Gemeinsames. Gar nicht. Nein, ich glaube, ich kann auch mein Bein gar nicht so hochheben wie der, und das habe ich aber auch nie gekonnt und solche Drehungen, aber ich glaube, ich kann ihn besser, wenn ich synchronisiere, ist er besser, weil er ist ja eigentlich Kickboxer und er ist im Original die ersten Jahre, also wirklich, das hatte mit Schauspielerei nichts zu tun, aber er sah so aus und die Geschichten waren so, die Leute wollten das schon gerne und das ist völlig in Ordnung, aber ich glaube, ich habe ihm da ein bisschen geholfen mit der Stimme. Aber es wurde ja auch gerade erfolgreich, ne? sehr erfolgreich. Walker Texas Ranger hieß, glaube ich, die Serie, wo du ihn synchronisiert hast. Ja, nicht nur dort. Unter anderem. Er hat auch ganz viele Filme gemacht dann. Ja. Plötzlich. Und er war immer sehr gut, wenn ein kleines Kind noch mit ihm spielte. Dann war der richtig gut, weil der war väterlich. Und dann, das hat er spielen können. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht in einigen Filmen. Und ja, aber Walker Texas Ranger, und das ist ja ein Ding, das wird ja immer wieder wiederholt. Mhm. Hättest du gedacht, dass das so erfolgreich wird? Nee. Nee. Aber bitte, es ist gut geworden, ja. Und die Leute, ich meine, dass da dieses andere, das, was wir einmal kurz vorhin mal so angeredet haben, dass da Witze gemacht werden, die ich nicht verstehe, das ist eine andere Sache. Nee, aber diese Walker Texas Ranger waren ganz gute Krimis und passten. Passen jetzt noch, wie ich merke. Also, ja. Dann habe ich noch eine Frage an dich aus dem Publikum sozusagen. Der Göring, der möchte gern wissen, was du davon hältst, dass heutzutage so viele bekannte Schauspiel- und Comedy-Gesichter als Synchronsprecher eingesetzt werden und sozusagen die Arbeit von Koryphäen wie zum Beispiel von dir und auch von anderen sozusagen so kaum gewürdigt wird. Zitat Ende. Das gewürdigt ist ja nicht richtig, aber also ich finde es nicht so wahnsinnig gut für uns, die wir sonst immer alles machen müssen, damit es gut wird und dann wird da was aufgepeppt. Ich verstehe manchmal, dass sie es machen wollen, die Verleiher, aber wenn ich einen Star habe und ich habe einen Kinderfilm,
Ich glaube nicht, dass ich jemanden, also einen 2-, 3-, 4-Jährigen dort reinzerren kann mit den Worten, guck mal, aber das spricht doch der sowieso. Ich glaube, das geht nicht. Das machen die Eltern vielleicht und für die Eltern sind die Filme nicht gemacht. Also, aber die sagen alle, die Verleiher sagen alle, da verkauft sich besser der Film, ja. Es gehen mehr ins Kino. Ja. Was sollen wir machen? Ob es jetzt wirklich an dem Star liegt, das kann man ja in Frage stellen oder beziehungsweise einfach so im Raum stehen lassen. Ja. Aber sehr, sehr interessant, was du uns heute so alles erzählt hast, vor allem von deiner Zeit damals, wie du angefangen hast und auch wie das damals war. Nun die abschließende Frage, wo kann man dich denn demnächst noch sehen beziehungsweise hören? Hauptsächlich wahrscheinlich hören, oder? Ja, wahrscheinlich nur hören. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne wieder drehen, klappt nicht. Aber... da gibt es ja wieder einen neuen Film, in dem ich da den Herrn Snow spreche. Der kommt ja irgendwann bald. Die Trailer laufen schon. Und deswegen kann man das auch schon sagen. Und dann gibt es ein Hörbuch. Sagen wir noch kurz, wie der Film heißt. Der Kampf des Jahrhunderts heißt das. Genau, die Tribute von Panem, der dritte Teil wäre das. Ach so, das meinst du, ja. Ja. Ich dachte, das Hörbuch. Nee. Ja, und dann gibt es natürlich ganz viele Filme, in denen ich immer drin bin. Also, ja, und immer wieder als Benjamin Blümchen. Und es gibt schon noch ein paar. Bist also, kannst du dich also nicht beklagen über zu wenig Arbeit? Nö. Bist also wunschlos glücklich? Nee. Auch wunschlos nicht. Auch wunschlos nicht. Wer ist denn heutzutage schon wunschlos glücklich? Es gibt doch gar keinen. Nein, ich hätte schon ein paar Wünsche, ja. Aber nee, ich bin schon glücklich, ja. Ich bin froh, dass ich meine Familie habe. Ich bin froh, dass ich die Frau habe, die ich habe. Das war ein echter Glücksfall. Ein echter Glücksfall. Und ich habe ansonsten ein gutes Leben und das ist schön. Dann hoffen wir, dass du weiter so gut durchs Leben kommst und dass du auf jeden Fall noch viel Spaß bei deiner Arbeit hast und wir dich auch weiter noch als Benjamin Blümchen hören können. Ja, und dir würde ich sagen, du sollst es auch haben. Viel Glück. Danke. Und du sollst noch ein großer Reporter werden. Oder das alles, was du dir denkst. Und vielleicht, dass du mich dann, wenn du da ne, immer mehr machst, dass du mich dann in 5 oder 6 oder 10 Jahren nochmal interviewst. Und das können wir. Darüber reden wir über dich. Das können wir gerne machen. Dann sprechen wir uns nochmal. Dann treffen wir uns wieder hier an diesem Ort in 5, 6 Jahren. Auch hier. Oder bei dir, je nachdem. Wo auch immer. Okay. Wunderbar. So, damit sind wir jetzt wirklich am Ende, liebe Freunde, von dieser Folge Interviews mit Leinwandgrößen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu reden, Jürgen. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß heute. Ich hatte Spaß, ja. Ich hatte wirklich Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir beim Zugucken. Und ja, das war's also von dieser Stelle. Und bald gibt's also die nächste Folge. Jetzt erstmal schönen Abend euch und tschüss.